Es kann sein, dass du Anspruch auf dein Weihnachtsgeld hast, obwohl dein Arbeitsverhältnis bereits gekündigt ist und obwohl du eine entsprechende Regelung in deinem Arbeitsvertrag hast, dass in solchen Fällen gar kein Anspruch besteht, weil so eine Regelung nämlich unter Umständen unwirksam ist. Wann das ist und unter welchen Voraussetzungen und was du tun musst, um deinen Anspruch durchzusetzen, erkläre ich dir in diesem Video. Guten Tag, mein Name ist Alexander Brederek, ich bin Fachanwalt für Arbeitsrecht. Es geht heute um das Thema Weihnachtsgeld trotz Kündigung. Du hast das vielleicht auch in deinem Arbeitsvertrag stehen. In vielen Arbeitsverträgen gibt es so Regelungen, dass ein Weihnachtsgeld gezahlt wird, aber dass, wenn das Arbeitsverhältnis am Stichtag, zum Beispiel am 31.12. eines Jahres, schon gekündigt ist, egal jetzt von wem, dann gibt es diesen Anspruch nicht. Und es gibt auch manchmal die Regelung sogar noch, wenn das bis zum 31.03. des Folgejahres das Arbeitsverhältnis gekündigt wird, dass dann das Weihnachtsgeld sogar noch zurückgezahlt werden muss. Wenn du davon betroffen bist, solltest du in solchen Fällen allerdings diese Regelung unbedingt anwaltlich überprüfen lassen, wenn dein Weihnachtsgeld nicht gezahlt wird oder mithilfe dieses Videos vielleicht mal dein Arbeitgeber auf die Rechtslage hinweisen. Es gibt nämlich eine Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts schon aus dem Jahr 2013, vom 13.11.2013 zum Aktenzeichen 10 AZR 848/12. Das haben wir auch unten nochmal reingeschrieben mit einem Link. Das Problem ist, wenn Sonderzahlungen, also Weihnachtsgeld, Mischcharakter haben. Was ist das Mischcharakter? Man muss sich dafür erstmal vergegenwärtigen, was ein Weihnachtsgeld überhaupt ist. Warum wird das eigentlich gezahlt? Weil der Arbeitgeber dich so gerne mag und weil er dich so toll findet, weil du so gut gearbeitet hast? Pling, pling. Warum zahlt er das? Also in den meisten Fällen zahlt der Arbeitgeber das aus zwei Gründen. Zum einen möchte er deine Arbeit tatsächlich belohnen. Zum anderen aber möchte er vor allen Dingen dich für die Zukunft motivieren und dich auch ans Unternehmen bin. Also ich muss das bei mir ganz klar sagen, wenn ich meinen Mitarbeitern solche Zahlungen leiste, ist das ganz klar die Motivation. Ja, ich weiß, dass so ein, wenn man das von Anfang an als das Gehalt erhöht, das verpufft auch als Effekt. Und das ist auf jeden Fall immer ganz gut, auch mal als Motivation, auch für die Mitarbeiter. Ja? Also für mich ist es als Arbeitgeber gut, weil ich ein bisschen Flexibilität habe, weil ich im Zweifel, wenn es mal ganz schlecht läuft, es halt nicht zahle. Ja? Sanktionieren mache ich das jetzt nicht. Also jemand nicht zahle, ich denke, der hat nicht so gut gearbeitet, mache ich nicht, weil ich das auch wieder doof finde. Ja? Und das ist auch außerdem äußerst schwierig dann. Ja? Aber die Motivation, Mischcharakter, und das ist jetzt erstmal das, was das Bundesarbeitsgericht interessiert, die ist relevant. Also die Frage, wofür zahlt er? Und er zahlt ja auch für Leistung. Und dann muss man sich das immer klar machen, wenn es auch für eine Leistung gezahlt wird, ja, dann ist das ja verdient. Den einen Teil beim Mischcharakter, ja, den einen Teil Hoffnung auf die Zukunft, den kann man nicht mehr erfüllen, weil der ist ja gekündigt. Der andere Teil aber verdient, den hat er ja trotzdem gemacht. Und da knüpft das Bundesarbeitsgericht in seiner Argumentation an und sagt, wenn jetzt der Arbeitgeber im Arbeitsvertrag in den allgemeinen Geschäftsbedingungen, oder hier war das in irgendwelchen Richtlinien, so eine Festlegung macht, also Ansprüche, die entstanden sind, wieder kürzt, dann geht das in solchen AGBs nicht. Das ist eigentlich auch ständiger Gedankengang des Bundesarbeitsgerichts, ja, im Kleingedruckten die Hauptleistungspflichten, also Arbeit gegen Geld, da im Kleingedruckten dann rumfummeln, lief er auch hinaus, der Arbeitgeber kann jederzeit das Gehalt reduzieren, kann er auch nicht einfach, auch wenn es im Kleingedruckten steht, kann er es nicht machen. Das bedeutet also, diese Entscheidung ist aus meiner Sicht sinnvoll, in diesem Fall hat das Bundesarbeitsgericht gesagt, diese Regelung im Kleingedruckten, die ist einfach unwirksam, beteiligt den Kläger unangemessen, steht im Widerspruch zum Grundgedanken des 611 BGB, weil sie dem Arbeitgeber den bereits erarbeiteten Lohn entzieht. Man könnte es auch mit diesem Synalagma wieder begründen, ja, Gegenseitigkeitsverhältnis der Hauptleistungspflichten und dementsprechend
geht das eben nicht. Jetzt, wer jetzt sagt, das ist doch selbstverständlich, der hätte das mal bei den Vorinstanzen sehen müssen. Die haben nämlich noch gesagt, die haben die Klage abgewiesen. Die haben gesagt, der Anspruch besteht nicht. Guck mal in den Arbeitsvertrag, lieber Freund. Ja? Lange Rede, kurzer Sinn. Wer kein Weihnachtsgeld bekommt mit der Begründung, du bist doch gekündigt, dem empfehle ich auf jeden Fall, zumindest wenn er eine Rechtsschutzversicherung hat, das mal anwaltlich prüfen zu lassen. Und selbst wenn nicht, sollte er zumindest mal weiter recherchieren, ob er das noch ein bisschen für den konkreten Fall was findet. Aber ich glaube, in sehr vielen Fällen wird man hier noch erfolgversprechend ein Weihnachtsgeld einklagen können. Und bitte hafte jetzt nicht an diesem Begriff Weihnachtsgeld oder 13. Monatsgehalt oder an solchen Begriffen. Für andere Ansprüche gilt das erst recht. Wenn du eine Prämie oder Tantieme oder ähnliches verdient hast, dann kann der Arbeitgeber dir das erst recht nicht kürzen, weil du gekündigt wurdest. Ja? Also auf die Idee kann man nur kommen bei den Gehaltsbestandteilen, die sozusagen auch in die Zukunft gerichtet sind. Das, was du verdient hast, kann der Arbeitgeber im Nachhinein niemals kürzen. Das ist das Geld, was dir zusteht. Danke für deine Aufmerksamkeit. Wenn dir das gefallen hat, abonniere gerne den Kanal, schreibe mir gerne in den Kommentaren, ob dir schon mal das Weihnachtsgeld gekürzt wurde oder dieses Jahr vielleicht überhaupt gekürzt wurde. Und wenn dir das Ganze gefällt, abonniere auf jeden Fall den Kanal. Tschüss.